Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video möchte ich euch eine legale Methode zeigen, wie ihr die Anfahrt und die Beschleunigung eures Rollers verbessern könnt. Und möglich machen es diese Control-Scheiben. Da sieht man den Namen und da sind die Scheiben. Und zwar machen wir das, indem wir die Variomatic-Hülse etwas verlängern. Das ist um weniger oder maximal, sagen wir mal, so 1 Millimeter, was wir da an Hülse, sage ich mal, hinzufügen. Also los geht's zunächst einmal mit dem Entfernen des Variomatic-Deckels. Und wie das geht, könnt ihr oben rechts in dem jetzt eingeblendeten Video sehen. Da zeige ich euch nämlich, wie man den Keilriemen wechselt. Und dafür müssen wir fast die gleichen Schritte machen wie für dieses Video auch. Bevor wir nun weitermachen, möchte ich euch erstmal erzählen, was es mit diesem Video überhaupt auf sich hat. Und zwar geht es darum, es gibt so auf die einfache Art und Weise und vor allem legal eigentlich zwei Methoden, wie man die Anfahrt beschleunigen kann bei einem Roller. Und zwar ist es einmal hier auf der rechten Seite in der Kupplung sitzen drei Federn, die den Kupplungsbelag, sage ich mal, nach innen ziehen. Durch das Drehen und die Fliehkräfte geht dieser Belag nach außen und hat einen Kraftschluss mit dieser Glocke, die über das Getriebe mit dem Hinterrad verbunden ist. Wenn man diese drei Federn nun durch stärkere Federn ersetzt, es gibt so Sets, da steht zum Beispiel drauf plus 1500 Umdrehungen pro Minute, plus 2000, plus 2500 etc. Dann kann man dafür sorgen, dass die Drehzahl, mit der der Roller anfährt, sich verändert, nämlich erhöht. Das kann man machen, wenn der Roller ansonsten wirklich absolut genial läuft. Also er beschleunigt gut, nur das Anfahren ist vielleicht nicht so gut, weil ihr meinetwegen ein etwas schwererer Mensch seid oder hinten eine weitere Person befördert. Dann kann man sowas machen, dann fährt der Roller halt mit einer etwas höheren Drehzahl los und alles ist gut. In meinem Fall ist das jetzt so, seitdem ich den Keilriemen gewechselt habe. Der neue Keilriemen ist natürlich dicker, weil er neu ist. Jetzt ist es so, dass sowohl die Anfahrt langsamer geht, das heißt, es fühlt sich an, als würde ich im dritten Gang losfahren, sagen wir es mal, wenn es ein Auto wäre. Und auch sonst, über den gesamten Bereich hinaus, ist es so, dass der Roller mit einer niedrigeren Drehzahl läuft. Denn diese Variomatik funktioniert eigentlich so, dass sie mehr oder weniger versucht immer konstant die gleiche Drehzahl zu halten. Das heißt, wenn wir erstmal mit einer bestimmten Drehzahl losgefahren sind, wird sich die in der Regel nicht sonderlich viel erhöhen, während wir noch beschleunigen. Erst wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist, wo wir dann quasi gegen Endgeschwindigkeit gehen, dann gibt es halt auch eine Erhöhung der Drehzahl. Ich habe jetzt allerdings halt das Problem, dass ich, wie gesagt, mit dem dritten Gang gefühlt losfahre. Und nach dem Losfahren ist es auch so, dass ich dann langsamer beschleunige als früher. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, der Keilriemen ist der richtige. Also kann es daran nicht liegen. Es wird also daran liegen, dass die Hülse entweder zu kurz ist oder halt aus Versehen ich eine Sporthülse oder so erwischt habe. Jedenfalls Ziel dieses Videos ist es halt mit diesen relativ dünnen, also die, hier sind Scheiben drin, die drei Tüten sind hier drin mit jeweils 10 Scheiben und diese Scheiben haben jeweils eine, also in jeder Tüte sind Scheiben drin, die verschieden dick sind. Die dicksten sind glaube ich 0,2 mm dick und die dünnsten 0,05. Also da, das ist jetzt ein neuer Riemen und der ist schätzungsweise halt 1 Millimeter dicker, so die Theorie für mich. Deswegen werde ich jetzt hier Scheiben hinzufügen, bis meine Hülse, also mit der Hülse meine ich übrigens das, worauf hier der Riemen läuft, zwischen, also hinter dieser Scheibe sitzt hier so eine Hülse. Und die werde ich jetzt halt um 1 Millimeter dicker machen. Und das sollte im Prinzip alle meine Probleme beseitigen. Und dadurch kann der Riemen hier auf der linken Seite ein bisschen weiter unten laufen bzw. länger unten bleiben, bevor ich losfahren kann. Und das wird auch allgemein meine Beschleunigungswilligkeit am Roller verbessern. Ein
Etwas kleiner Nachteil, wenn man es so nennen möchte, ist, dass sich höchstwahrscheinlich die Höchstgeschwindigkeit etwas herabsenken wird. Aber das ist, denke ich mal, in einem kaum spürbaren oder messbaren Bereich. Vielleicht 1 km/h weniger. Dafür wird das Ganze aber relativ spritzig sein. Das Anfahren vor allem wird sehr viel besser werden. Also ist es für mich eine optimale Lösung. Ich werde jetzt also diese Mutter hier lösen. Dafür brauche ich wieder mein Blockierwerkzeug, was ich mir da selbst gebaut hatte. Dann nehme ich die Scheibe hier runter und dann sehen wir uns wieder. Falls ihr nicht wisst, wie man das hier abnimmt, könnt ihr auch oben rechts das vorhin verlinkte Video auch angucken, wo ich den Riemen hier wechsle. Das zeige ich sehr detailliert, wie man das Ganze macht. Hat man dann hier die Scheibe runtergenommen, ist die Installation dieser Kontrollscheiben eigentlich denkbar einfach. Man nimmt sich die benötigte Menge raus. Ich habe hier mal, vielleicht wie man sehen kann, 5 Scheiben. Ja, also hier 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die Scheiben, die 0,2 mm dick sind. Also habe ich hier jetzt 1 mm und gebe sie hier einfach oben mit drauf. Dadurch ist die Hülse jetzt länger und unsere Steigscheibe wird nicht mehr so weit drauf gehen wie vorher. Das heißt, hier zwischen ist mehr Platz. Der Riemen hat mehr Platz und im Prinzip war es das jetzt auch gewesen. Jetzt ist das hier ein Abstimmset und hier sind wirklich viele verschiedene und auch unter anderem kleinere Scheiben dabei. Das heißt, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werdet ihr die von euch gewünschte Drehzahl nicht mit dem ersten Einstellen hinkriegen. Allerdings, das Feinjustieren funktioniert halt wirklich genau auf die gleiche Art und Weise. Man nimmt wieder diese Scheibe hier runter, entfernt dann eine der dickeren Scheiben und packt dann meinetwegen 2 der dünneren Scheiben hin und schon hat man dann 0,1 mm weniger Material drauf oder wie auch immer man das dann machen möchte. Ich werde das Ganze jetzt einmal mit 1 mm probieren, denn der alte Riemen hatte ungefähr 1 mm dünneren Wand durch das sich abreiben und so. Also genau. Wichtig auch noch, das Ganze ist dahingehend legal, da wir jetzt quasi eigentlich den Roller gedrosselt haben, aber halt so minimal, dass es an der Endgeschwindigkeit fast gar nichts ändert, uns nur Vorteile bietet, dadurch, dass jetzt die Beschleunigung verbessert wurde und auch die Anfahrt. Ja, und dann heißt es jetzt nur noch Scheibe wieder drauf, mit dem richtigen Drehmoment anziehen und Probefahrt machen. So, damit ist die Scheibe wieder ordnungsgemäß und fachgerecht installiert. Und ich habe mich am Ende doch für 0,9 mm entschieden. 1 mm erschien mir doch ein bisschen zu viel. Aber das werde ich ja dann gleich testen. Falls euch dieser Schritt jetzt zu schnell ging mit dem Wiederanbauen, dann kann ich euch wieder wärmstens das Video oben rechts empfehlen, was ich schon vorhin verlinkt hatte, nämlich wie man den Keilriemen tauscht. Da habe ich das alles sehr detailliert gezeigt. Jetzt muss ich nur noch das Blockierwerkzeug entfernen, dann den Variomatic-Deckel wieder drauf machen und eine Probefahrt. An dieser Stelle verabschiede ich mich dann auch von euch. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Ich habe bereits eine Probefahrt gemacht und ich kann euch sagen, das hat wirklich Wunder bewirkt bei mir in meinem Fall. Der Roller zieht genauso gut, vielleicht sogar besser wie vor dem Tausch des Riemens und alles ist wieder beim Alten quasi. Ich bin mega happy. Das Set, was ich gekauft habe, habe ich diesmal von eBay gekauft. Ich hatte das leider vergessen bei meiner Bestellung hinzuzufügen bei Racing Planet, weil dort gibt es diese Scheiben eigentlich am günstigsten. Ich habe die sonst nirgendwo für diesen Preis gefunden. Ich habe jetzt hier bezahlt mit Versandkosten etwa 6,50 Euro. Bei Racing Planet kosten die 3 Euro. Also kann man bei jeder Bestellung einfach mal dazu packen und dann rentiert sich das. Jetzt, ich wollte aber nicht nur für diese Scheiben eine neue Bestellung aufgeben. Also habe ich mir die dann anderweitig gekauft und die kamen dann auch in einen Briefumschlag von eBay. Aber trotzdem werde ich euch mal den von mir gekauften Artikel unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber ich verlinke euch natürlich auch das Teil bei Racing Planet.
Das war dann vermutlich das letzte Video, das ich mit dieser Kamera hier aufgezeichnet habe. Nur so am Rande, ich habe vor, mir demnächst eine Spiegelreflexkamera zu kaufen. Also ich hoffe, dass ich euch demnächst eine bessere Qualität bieten kann als jetzt mit meiner Smartphone-Kamera. Ob das Ganze bei 4K bleiben wird, weiß ich nicht. Allerdings, so eine Spiegelreflexkamera macht auch ordentlich Full HD. Also keine Sorge, ich werde euch hoffentlich sehr viel detaillierter alles zeigen können, was ab jetzt ansteht. Und vielen, vielen Dank an alle meine Abonnenten und auch an meine Zuschauer. Ihr unterstützt mich wirklich sehr. Ihr habt meinen Kanal wirklich groß gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Allerdings fände ich das doch schöner, wenn mich mehr Leute von euch abonnieren würden von meinen Zuschauern. Denn ich sehe, knapp 99% haben mich nicht abonniert. Also ich meine, ja klar, das ist alles kostenlos, ich helfe euch gerne, aber wenn ihr mir auch helfen möchtet, würde ich mich sehr über ein Abonnement und natürlich einen Daumen hoch freuen. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, oben rechts ist mein letztes Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Ciao!